Hi Leute, Tobi hier. Heute ist mal das Thema Gewichtsabnahme bei Rohkost. Und zwar, wenn ich auf Rohkost umstelle, werde ich Gewicht verlieren am Anfang. Das ist einfach immer so normalerweise. Es kommt halt immer auf die Vorgeschichte drauf an, wie viel Gewicht man verliert. Und ja, auf die Ernährung vorher kommt es eben drauf an und auf den Typen einfach. Ich war schon immer ein echt schmaler Typ, ich wollte nie abnehmen. Das hat mich auch lange daran gehindert, einfach auf Rohkost umzustellen oder mal zu fasten und so weiter. Ich meine, andere sind ja nochmal froh, ey, geht ein bisschen Gewicht runter. Und ja, die wenigsten haben eigentlich das Problem, aber es gibt auch genug, so wie ich, die eh schon dünn sind vom Typ her und nicht viel abnehmen wollen. Und ich habe auch nicht allzu viel abgenommen beim Umstellen auf Rohkost, beziehungsweise ist dann auch schnell wieder draufgegangen, zumindest ein bisschen was. Am Anfang nimmt man einfach nur ab, wenn man auf Rohkost umstellt, weil man eben, je nachdem wie die Ernährung vorher war, wenn ich viel Gifte in den Fettzellen eingelagert habe, dann der Körper hat, wenn man auf Rohkost umstellt, einfach mehr Energie, kann die ganze Energie dann dazu aufwenden, um die ganzen Gifte, die im Fett eingelagert wurden, wieder loszuwerden, und dann nimmst du in der ersten Zeit automatisch ab. Energie hast du meistens trotzdem, wesentlich mehr als vorher. Und dann nach einer Zeit, halben Jahr, Jahr, 2 Jahren, geht das Gewicht auch wieder hoch, wenn man dann mal das Level erreicht hat, auf dem Level, auf dieser Stufe gerade stehen bleibt, mit der Rohkost. Und dann geht das Gewicht auch schnell wieder drauf. Und man kann dann auch wieder gezielt, wenn man einfach mehr Avocados oder mehr Fett dann in seine Rohkost integriert oder nochmal Gourmet-Rohkost und so weiter isst, nimmt man auch wieder schnell, sehr schnell zu. Ich merke das, wenn ich direkt an einem Tag fettige Sachen esse oder so, mal Avocados, dann nehme ich direkt wieder zu. Und wenn ich einfach fettfrei esse, dann geht das Gewicht gleich wieder ein bisschen runter halt. Aber es ist immer nur so dieses geringe Fettgehalt. Und ja, ein anderer Punkt ist halt auch, dass man heutzutage in der Gesellschaft, das ist halt einfach, der Durchschnittsdeutsche ist halt mal einfach eine Nummer zu dick und hat ein bisschen zu viel Fett auf den Rippen normalerweise. Und deshalb ist halt auch schon so ein falsches Bild in der Gesellschaft von einem dünnen Menschen, von einem normalen Menschen. Und ja, wenn man sich mal Filme oder irgendwas von früher anschaut oder ob man heutzutage auch noch irgendwo rumreist, wo noch nicht so die westliche Kost so ganz angekommen ist und ein bisschen in abgelegenere Gegenden irgendwo in der Welt halt rumreist, dann sieht man so viele Menschen, die einfach ganz normal dünn sind, wie ein Mensch normal ist, sein sollte und war. Und ja, mit einer normalen Ernährung ist man immer leicht verfettet. Als Kind geht es immer noch, aber ab 20 Jahren, sag ich mal, alle Leute, die ich ab 20 Jahren kenne, die legen automatisch zu. Und ja, das muss man halt auch immer im Hinterkopf bewahren. Es ist einfach nur so ein recht falsches Bild, das man von der Gesellschaft oft mit eingetrichtert bekommt und übernimmt und nicht weiter hinterfragt. Und ja, es ist dann auch immer die Projektion von anderen Leuten. Ich meine, oh, bist du dünn? Vielleicht wären sie selber schlank gern, ich weiß es nicht. Aber ja, das ist immer eine Angriffsfläche, wenn man dann so dünn ist. Am Anfang gerade, es ist sehr schwierig und da muss man schauen, wie man damit zurechtkommt. Aber am Anfang muss man eigentlich immer einen sauren Apfel beißen. Nach einem halben Jahr, ja, geht es normalerweise das Gewicht wieder einigermaßen hoch und man schaut wieder fit und normal aus. Und ja, am Anfang muss man durch, harte Zeit, je nachdem, wie man von der Meinung von anderen Leuten abhängig ist, muss man das halt dann ja ein bisschen hinterfragen und
Ja. Meistens fühlt man sich ja sehr wohl. Man hat wesentlich mehr Energie, wenn man auf Fokus umstellt. Die Kraft geht auf keinen Fall zurück, ganz im Gegenteil. Du kannst wesentlich mehr Leistung, sportliche Leistung erbringen. Der Körper übersäuert nicht mehr so schnell. Du kannst eine viel schnellere Erholungsphase, wenn ich Sport mache. Ich kann einfach jeden Tag so viel Sport machen, wie ich möchte, mittlerweile fast. Und nur wenn ich wirklich intensiv mache, dann merke ich mal die Muskeln. Aber es ist so viel weniger als vorher. Und der Körper, man merkt erstmal, zu was der Körper fähig ist. Und es ist wirklich weitaus mehr. Und ja, vorher, das ist gar kein Vergleich, was ich vorher leisten konnte, ausdauermäßig, kraftmäßig, ist einfach ganz anderes Level jetzt mit der Rohkost. Und ja, wenn man es macht, man selber merkt es. Die anderen Leute suchen halt auch immer gerne einen Punkt, das muss man halt immer bedenken. Klar sehen, hey, dann geht's vielleicht gut, aber ja gut, was ist das Einzige? Gut, er ist ein bisschen mager, dann ja, dann schieben sie das, projizieren sie da drauf ein bisschen drauf rum, damit sie selber vielleicht nichts ändern müssen, damit sie rechtfertigen können, damit sie bei ihrer Ernährung bleiben. Und ja, damit muss man zurechtkommen. Es ist immer schwer, wenn man anders ist in der Gesellschaft, aber in der Gesellschaft heutzutage ist es halt schwierig, weil so gut wie alles falsch läuft oder noch, ja, in eine schlechte Richtung im Moment sich entwickelt hat und es wird jetzt auch wieder sich ändern, aber irgendwann muss man anfangen gehen und ja, lieber mal ein halbes Jahr in sauren Apfel gebissen. Mal ein halbes Jahr lang ein bisschen mager aussehen, dafür hast du danach eine Energie, ein Energielevel, das bis du in deiner besten Kindheit nicht hattest. Und ja, ich mag es nicht mehr missen, ich mag nicht mehr zurückgehen. Und ich merke ja genau, wenn ich irgendwas Falsches jetzt kombiniere oder esse und merke sofort, wie mich das runterzieht. Und ja, wenn man es macht, nach einer Zeit, man merkt einfach, was für Vorteile es hat. Und dagegen ist es, ein bisschen dünner zu sein, wirklich kein Vergleich. Das ist einfach, das fällt nicht mehr ins Gewicht normalerweise, wenn man es macht. Und wie gesagt, nach einer Zeit, man kriegt es einfach so schnell wieder drauf. Dann auch und kann dann eben auch mit fetteren Sachen auch wieder gut zunehmen. Und ja, aber es ist eben schwer. Ja. Weiß nicht. Für mich war es immer schwer eben am Anfang und sich das dann anhören, hey, bist du mager oder die ganzen Sprüche, aber nun ja, man lernt mit so umzugehen und man merkt auch, warum die Sprüche kommen und dass die Probleme von den Leuten selber sind. Ich habe mich immer selber, ich habe meinen Körper immer selber gemocht und habe mich fit gefühlt und wenn andere das nicht mögen, dann ist es nicht mein Problem und ja. Ja, das waren so, sind so meine Erfahrungen bei der Umstellung auf Rohkost und mit Gewichtsabnahme. Am Anfang ist es eben runtergegangen, die ersten 1, 2 Monate extrem. Da habe ich eben aber auch mit Fasten angefangen und viel grüne Smoothies und dann ja am Anfang halt eben nicht viel gegessen. Und ja, die ersten 1, 2 Monate ist extrem abgemagert, aber ich habe mich immer top dabei gefühlt. Also energiemäßig ging es mir immer sehr gut dabei und ich konnte wesentlich mehr Sport trotzdem machen, obwohl der Körper in dieser krassen Entgiftungsphase war. Und ja, das sind eben meine Erfahrungen. So nach einer Zeit geht es eben einfach automatisch wieder drauf und man braucht dann auch immer weniger zu essen einfach. Der Hunger geht dann auch einfach immer mehr weg, sobald der Körper mal ein gewisses Reinigungslevel erreicht hat. Und ja. Ja, das waren meine Erfahrungen eben so. Ihr könnt ja dann einfach mal unter das Video Kommentar hinterlassen, wie es euch ging, ob ihr eher abnehmen wolltet oder ob ihr auch vielleicht das gleiche Problem habt und euch nicht getraut habt, auf die Rohkost umzusteigen, weil ihr dann Angst habt, Gewicht zu verlieren und ja, schreibt einfach mal einen Kommentar unter das Video. Ich wollte auch noch mal ein paar Video Links unter das Video stellen.
Nadine Hagen, falls sie einer kennt, macht auch Rohkost seit Jahren und YouTube-Videos, und die hat auch ein Video dazu, von wegen bei der Umstellung auf Rohkost, dass man Gewicht verlieren wird. Und ihre Punkte wollte ich auch nochmal einen Link zu drunter stellen. Das fand ich ganz schön, hat mich immer inspiriert und ein bisschen aufgebaut. Ja, also wie gesagt, schreibt mir das Video, was ihr so für Erfahrungen damit habt und wie es euch damit so geht. Und ja, macht's gut, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.